Guten Morgen. Weiter geht's mit meinem Daily Vlog. Heute ist, glaube ich, der 3. April, ja. Genau. Und das Wetter ist endlich mal richtig gut hier in Dubai. Die letzten Tage war es ja immer super diesig. Vorgestern hat es geregnet. Und heute bin ich irgendwie um 7 aufgewacht und habe direkt mal rausgeschaut. Es ist so geil draußen und es werden heute 26 Grad. Das heißt, ich mache heute einen Pooltag. Wow, es ist jetzt schon voll heiß. Geil. Richtig, richtig cool. Ich freue mich gerade so sehr darüber, weil ich jetzt schon eine Woche hier bin und es ist der erste Tag, in dem das Wetter richtig, richtig gut ist. Ich hoffe, es wird jetzt und bleibt so die nächsten Tage. Ja, und dann werden wir nachher mal zum Pool gehen, würde ich sagen. Jetzt geht's aber erstmal Frühstück. Ich bin echt ein bisschen früh dran. Ich glaube, es ist erst 9 oder so. Aber ich habe ja natürlich voll Hunger, weil ich ja um 7 schon aufgestanden bin. Es ist einfach so ein mega schönes Wetter. Echt traumhaft. Und richtig schön warm. Juhu. Einen Platz gekriegt. Es ist echt so schön hier. Oh, die Sonne scheint. Es ist einfach ein Traum. Hier gibt es auch noch eine Wiese. Und von hier aus hat man auch einen super Blick auf den Burj Khalifa und den Creek. Obwohl ich ja schon sagen muss, dass diese Schiffsbaustelle hier echt irgendwie nicht so toll aussieht. Aber das dahinter ist schön. Ja, und hier ist auch noch ein Helikopterlandeplatz. Und da landen und starten täglich irgendwie tausende Helikopter. Ständig. Hier hinten ist auch noch mal ein Pool. So ein richtiger Schwimmerpool. Aber ich finde die Anlage hier vorne ein bisschen schöner. Aber hier ist halt auch mehr los. So, ich versuche jetzt die Zeit am Pool gleich noch ein bisschen zu nutzen, um für mein Fernstudium zu lernen. Muss man auch mal machen, ne? Das ist echt geil. Ich habe einfach eine rote Nase. Das sieht man jetzt nicht. Doch, so sieht man es. Die ist knallerote. Man sieht voll den Abdruck von der Sonnenbrille. Oh Gott, übel. Ich glaube, ich habe auch echt noch mehr Sonnenbrand. Ich habe es schon gemerkt am Rücken ein bisschen und an den Oberschenkeln. Oh, ich habe es echt ein bisschen unterschätzt. Ob der Sonnenbrand auf der Nase arg ist? Scheiße. Ja, ich laufe so übrigens mal wieder nur rum, weil ich jetzt in die Mall gehe und das Kleid ansonsten echt ein bisschen knapp ist. Wie ihr sehen könnt, ist nämlich echt nur so ein Hängerchen. Und das wäre ein bisschen zu nackt für hier. Außerdem ist es auch kurz, ich zeige es mal kurz. Es ist fast bis zum Knien. Ich hoffe, das geht für hier einfach.
Ich hatte jetzt keine Lust, ständig ein langes Kleid anzuziehen. Ist auch ein bisschen nervig.